Einen wunderschönen guten Tag, lieber Nepomuk. Ich sehe dich jetzt. Sag mal was, kann ich dich hören? Jana, ich höre dich perfekt. Super. Ja, Ich siehst freue du, mich, dich ich zu freue mich. sehen. Das ist heute so spontan, unsere Begegnung, so spontan und mutig und experimentierfreudig, wie auch wir sind, ist etwas Typisches. Ich habe dich ja kennengelernt als Dokumentarfilmer und schätze dich auch für deine gleichzeitig unglaubliche Bodenständigkeit. Du bist Bayer, gell? Ja, richtig niederbayerisch. Und gleichzeitig deine unglaubliche Sensibilität und Offenheit. Du hast mich ja durch eine Dokumentation kennengelernt und zu deiner Dokumentation dann eingeladen, interviewt. Bei deiner Timeless-Sendung durfte ich auch ein Teil sein. Das hat auch Spaß gemacht. Aber ehrlich gesagt, wir haben schon so viele Gespräche, themenbezogene, spirituelle Gespräche geführt. Und die schönsten Erinnerungen an unsere Gespräche habe ich, die wir geführt haben, hinter der Kamera. Beim Mittagessen zum Beispiel, so zwischen in den Pausen. Da, wo du einfach, so wie dir der Schnabel gewachsen ist, mit mir geredet hast und dein Herz, dein spirituelles Herz ausgeschüttet hast, deine eigenen Gedanken und persönliche Erfahrungen mitgeteilt hast. Und solche herzliche Momente, wo wirklich die Tiefe einer Seele sich zeigt, die sind für mich immer unvergesslich, weil sie ja so echt sind, so authentisch. Und ich weiß, so wie ich dich kenne, bist du irgendwo auch ein kreativer Unruhegeist, immer am Schaffen. Ich muss auch immer was machen, meine Kreativität muss auch immer fließen, sich weiterentwickeln. Stillstand ist weder deine noch meine Handschrift. An welchen Projekten arbeitest du gerade? Ja, Jana, danke für deine netten Worte und so bin ich ja richtig froh, dass du mich da in mein, ja, hinter der Kamera auch richtig verstanden hast, weil wenn dann der Niederbayer so richtig loslegt, da ist ja der King Jepsen mit seiner Sprechgeschwindigkeit ja ein richtiger Waisenknabe gegen mich. Da Ich bin geht so es schon viele manchmal, Sprachen gewohnt, da ich geht es kann nicht richtig so ab. schnell überfordern. Ja, ich bin fleißig dabei natürlich. Auch wie du auch hier einmal die ganzen Wissenschaftler die Zeit zu nutzen, hier Online-Streaming zu machen, Live-Interviews zu machen, den Menschen hier Informationen in dieser Zeit zur Verfügung zu stellen. Und ich habe auch vor kurzem, oder jetzt ist gerade in der Pressung, der neue Film ist fertig, der heißt Awareness, also Bewusstsein des Universums. In dieser Dokumentation gibt es wieder sehr viele. Ja, neue, ja, Perspektiven auf dieses Phänomen vom Leben nach dem Tod, von diesem Phänomen, was alles passiert, was darauf hindeutet, dass unser Gehirn eben nicht das Bewusstsein erzeugt, sondern dass dieses Wirken wesentlich größer ist. Da haben wir sehr viele Dinge zusammengetragen. Natürlich auch wieder ein paar bekannte Gesichter mit drin, wie der eben Alexander, der hier nochmal seinen Fall ein bisschen hat dokumentieren können mit seinen Gehirnscans, damit man gesehen hat, er war tatsächlich eine Woche völlig im Koma und nicht mehr bei Bewusstsein. Und viele solche Dinge, ja, wie Helga Schmidtke, die über Sternenkinder spricht, oder Menschen, die mit Sonderfähigkeit Informationen aus diesen Feldern auslesen können. Man sieht ein paar, ja, historische Aufzeichnungen von Wundern, wie zum Beispiel der Myrna von Damaskus oder den Pater Resch, der hier arbeitet, wenn ein Mensch, sage ich mal, Fremdenergien aufgenommen hat, über die wieder losbringt. Alle diese Dinge haben wir da drin oder eine von der Michelle Bögli, ihre Nahtoderfahrung nochmal geschildert, wie das ist, wenn man, sage ich mal, in einem, ja, größeren anderen Zustand ist, damit man ein größeres Bild von dieser Komplexität hinter dem Sein bekommt und dass man sieht, okay, es geht eigentlich im Leben immer darum, ja, wie du schon gesagt hast, um diese Beziehungen, es geht um das Leben, es geht um die Erfahrung zu machen und es geht in der Regel nicht darum, um ja, möglichst viel Besitz anzuhäufen. Das ist interessant, was du sagst. Mich beschäftigt gerade in dieser Pandemiezeit der Umbruch in der heutigen Zeit. Ich erinnere mich, wie vor
8 Wochen, wie bei uns plötzlich alles zugemacht worden ist, die Angst vor Ansteckung ausgebrochen ist, wie plötzlich von heute auf morgen ich meine Seminare nicht abhalten konnte. Ich musste sogar meinen laufenden Lehrgang in Morschach von jetzt auf gleich abbrechen. Und diese panische Atmosphäre vor einem grippalen Infekt hat so die ganze Welt dominiert. Doch wenn eine Krise ausbricht, weiß ich auch in allen kritischen Momenten, mich auf die spirituelle Erkenntnis zu besinnen. Achtung, die Energie folgt den Gedanken. Da sind wir schon bei deinen Dokumentationen. Und wenn die Energie meines Lebens meinen Gedanken folgt, dann liegt es ja an mir, wie ich mich entscheide, mit der Situation umzugehen. Lass mich diesen Gedanken kurz so, den mir arbeitet, dir mitteilen, sofern es dich interessiert. Ja. Und ich habe beobachtet, dass, und das ist ja nicht die erste Krise, die wir erleben im Leben und auch nicht die letzte Krise. Und die nächste Grippenwelle kommt ja sicher im Herbst wieder. Und ich beobachte immer bei Krisen, egal in welchem Land, dass jede Krise polarisiert. Dass der eine Teil der Menschheit sich für Panik entscheidet, sich dafür entscheidet, die Krise abzusitzen, zu erstarren und sich dafür entscheidet, eher mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, die alle schuld dafür sind und damit ein sehr, sehr ja, von ihren eigenen ängstlichen, panischen Gedanken richtig von Furcht besetztes Selbst- und Menschheits- und Welt- und Gottesbild erschafft. Und der andere Teil der Menschheit entscheidet sich dafür, aus bewusst zu bleiben, und denn nicht umsonst sind auch gerade aus schwierigen Momenten in kritischsten Lebensphasen die besten Ideen, Visionen, Inspirationen entstanden, denn wir werden ja tätig, handlungsfähig, weil wir einfach bereit sind, dann unsere Komfortzone zu verlassen, wenn es uns eben nicht gut geht, wenn das gute Leben nicht mehr selbstverständlich einfach ist. Und ich habe mich für diesen Teil der Menschheit, der Schwingung, der Essenz entschieden und habe darüber meditiert, bin in die Demut gegangen, noch mehr in die Dankbarkeit für das Leben. Und dadurch blieb mein Geist frei oder wurde frei für neue Ideen. Denn wenn etwas abfällt im Leben, wie zum Beispiel jetzt konnte ich keine Live-Seminare halten, dann ist ja Platz entstanden für etwas Neues. Und dann sind bei mir eben Ideen entstanden, wie für solche freundschaftliche, tröstende Gespräche, wie jetzt mit dir im Seelentröster, für Online-Beratungen und für die Webinare, die jetzt sehr gut anlaufen. Und plötzlich sehe ich, ja, das Leben ist in Fluss, sofern meine positiven Gedanken in Fluss sind, sofern mein Urvertrauen fließt, sofern mein Atem tief in den Bauch fließt, sofern meine Achtsamkeit da ist. Und diese Krise vor 8 Wochen, die in unseren deutschsprachigen Ländern uns dann getroffen hat, die konnte ich gut bewältigen. Und das ist etwas auch sozusagen vergleichsweise leicht mir gelungen, als das, was gerade passiert. Denn wenn etwas, eine Krise auftaucht, sprich ein neuer Zustand, aber ein natürlicher Zustand, dass ein veränderter Virus jetzt uns vor Herausforderungen steht. Ein natürlicher Zustand, zwar ein neuer, herausfordernder, doch dann, damit kann man arbeiten, damit kann man auch leben, damit kann man auch tatkräftig sein.
Und vor allen Dingen in unseren deutschsprachigen Gebieten, im Vergleich zu dem, wie es andere Länder getroffen hat, kann man dann sagen, okay, wir haben das bis jetzt ja mit Ach und Krach so gut gemeistert, dass unsere Todeszahlen ja sich ja noch in Schach halten. Und das soll aber das Leid der Menschen nicht abwerten oder kann nicht reduzieren, die davon tatsächlich betroffen worden sind. Und wir sind ja Glückspilze, dass eben unseren Familien ja dabei doch gut geht. Aber da, die zweite Krise, die jetzt entsteht, vom Mensch gemacht, sprich, die finde ich schwieriger zu ertragen, weil da kann man schlecht kreativ sein. Das lähmt auch die klaren Gedanken und blockiert das Urvertrauen. Ich beobachte gerade, da würde ich gerne deine Meinung als Mann wissen. Ich beobachte gerade, dass jetzt, wo eigentlich immer mehr Lockerungen kommen, jetzt, wo wir eigentlich dieses gute Gefühl bekommen, wir haben doch das Schlimmste überstanden und wir können jetzt auf dem Erfolgen aufbauen und eben vorangehen, und auch unsere Kinder dürfen bald in die Schule, wir dürfen unseren Kindern wieder noch mehr Optimismus und Gesellschaftsfreude, Lebensfreude auch an der Gesellschaft vorleben. Jetzt kommt so eine Polarisierung in der Welt, dass die Menschen sich schon wieder so aufteilen. Ich beobachte, dass eine Krise bei einem Teil der Menschen quasi das Schlechteste an die Oberfläche herausholt und bei anderen wiederum unter diesem Druck das Beste. Und die Menschen suchen nach einem Bösewicht und nach einer, in jeder Krise nach einer Mega-Erklärung für Konflikte und vor allen Dingen nach einem Bösewicht oder nach den Bösen, mit dem sie mit dem Zeigefinger zeigen können, und treffen auch Aussagen, die an den Haaren herbeigezogen sind. Also treffen Theorien, die keinen Bestand haben, aber den Nährboden in den menschlichen Seelen treffen die Menschen, denen an Urvertrauen mangelt. Nur als Beispiel, da kommen solche Auswüchse zustande, wie vor ein paar Tagen war ich im Wald joggen und ich jogge dann sehr intensiv, volle Stunde, und Musik gibt mir gut den Takt an. Dann hatte ich Kopfhörer beim Joggen und die Musik, die mir Power gibt, weil wenn ich jogge, meditiere ich nicht mit den Bäumen, ich jogge und schwitze. Und dann sah mich eine spirituelle Frau durch den Wald rennen und schrieb mir, wo ist denn mein Licht geblieben, was fällt mir ein, Handy zu besitzen, was fällt mir ein, Musik zu hören, anstatt Bäume zu umarmen im Wald. Und ich würde mich wohl jetzt spirituell schimpfen. Eigentlich müsste ich jetzt auf die Straße gehen und quasi Handys verbrennen, sage ich jetzt mal überspitzt, als ob jetzt die Scheinheiligen quasi eine andere Form von Hexenverfolgung praktizieren, aber eben gegen Menschen, die versuchen, nicht ins Radikale hineinzufallen und gegen alles Moderne zu sein, sondern das Moderne und das Emotionale, Liebevolle, Ruhige miteinander verbinden wollen. Und bei solchen Reaktionen frage ich mich, Leute, wo ist euer gesunder Menschenverstand, wo ist euer Urvertrauen? Und das Interessante ist, mit solchen Menschen, die Parolen um sich schmeißen, die plötzlich Bösewichte sehen, wo keine gibt, die sind beratungsresistent. Du kannst mit ihnen nicht diskutieren, weil sie fragt mich ja auch gar nicht, also warum trage ich Kopfhörer, also auch wenn es ihr nichts angeht, aber man könnte mich ja auch erstmal fragen, bevor man mich angreift, beispielsweise. Kommunikation ist doch der Bestandteil unserer Demokratie, und gerade in der deutschen Sprache, die Diplomatie, Taktgefühl. Und das macht, stimmt mich auch
traurig, wenn das, was wirklich unsere Werte ausmacht, Kommunikation, Mitgefühl, ein Miteinander, gemeinsam entwickeln an Lösungen, setzt ja voraus, dass man sich füreinander interessiert und nicht mit Steinen wirft, auch wenn es jetzt mental sind, aber egal, ob man welches Stichwort man dafür nimmt. Und ich finde, es ist gerade jetzt so wichtig, nichts zu dämonisieren, weder Menschen noch Umstände, sondern niemals aus mangelndem Urvertrauen in eine bösartige, wütende Richtung hineinzufallen, aber auch gleichzeitig nicht unkritisch zu sein und alles nur mit Ja und Amen abzusegnen. Ich bin zum Beispiel auf jeden Fall gegen eine Impfpflicht, aber ich bin nicht generell gegen Impfung, denn Fakten zeigen ja auch, dass schwerwiegende Erkrankungen durch Impfungen der letzten Jahrzehnte ja auch viele Seuchen ausgerottet haben. Und deshalb kann man einfach, wenn man mit gesundem Menschenverstand dasteht und einem offenen Herz, nicht sagen, nur dieser Weg ist richtig oder nein, nur dieser Weg ist richtig. Irgendwo in der Mitte liegt ja die Wahrheit. Und diese Mitte können wir nur finden, wenn wir ein Stück Urvertrauen bewahren, Optimismus, Wertschätzung, Respekt und Mitgefühl. Und gestern hatten wir am Muttertag auch die Familie da und wir sind eine große Familie und alle sind sehr schlau und weise und erfahren und auch vom Fach. Und jeder hat so seine spezielle Meinung, seinen speziellen Umgang zu den jetzigen Unruhen, Geistern. Und trotzdem konnten wir so ein schöner großer Haufen da sitzen, uns austauschen, voneinander profitieren, jeder sich auch von der Meinung des anderen bereichert fühlen und in seinem Urvertrauen trotz unterschiedlicher Meinungen eher gestärkt fühlen. Und ich fühle mich gut in meiner Position, in meinen Gedanken, in meinen Empfindungen dazu. Ich bleibe aufmerksam und beobachte das Ganze doch. Ich lasse mich von niemandem eben mit der Angst und Panik anstecken, schon gar nicht in unseren zivilisierten Ländern. Wenn man jetzt anschaut, die diktatorischen Länder, die gar nichts anderes kennen. Und das schätze ich eben an unserer Seelentröster-Rubrik, dass wir, so unterschiedlich wir sind, reden können und uns auch austauschen können, vielleicht eben auch alle bereits vielleicht radikalisierte Menschen versöhnen können, mit ins Boot, in ein Boot nehmen können, denn schließlich sind wir doch alle mit demselben Himmel verbunden. Wie geht es, kannst du das nachempfinden, was ich jetzt meine? Wie gehst du damit um? Weil du sitzt ja eigentlich, glaube ich, total im Wespennest drin. Du beschäftigst dich ja durch und durch mit den Ängsten und Verschwörungen der Menschheit, oder? Erzähl mal. Danke, Jana, für deine netten Worte und für deine Perspektiven. Und genau um diese geht es. Diese, ja, Anführungsstriche, Krise, die zeigt, die hat, obwohl dieser Organismus, dieses Corona, gar nicht ein als lebender Organismus bezeichnet wird, zeigt er uns doch unsere Grenzen auf. Und er zeigt uns aber nicht nur Grenzen auf, sondern er zeigt uns auch auf, sage ich mal, neue Perspektiven einzunehmen. Mhm. Es ist ein weites Feld. Alle Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, waren ja vor wenigen Monaten noch völlig undenkbar. Eine Wirtschaft komplett weltweit zum Stillstand zu bringen, war gar nicht denkbar. Man hat gesagt, da bricht ja alles zusammen, nach 2 Wochen geht gar nichts mehr. Man sieht, dass viel mehr Sachen möglich sind, wenn, sage ich mal, Not am Mann ist, dass man hier was machen kann. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Regierungen oder die, sage ich mal, Politiker, die wir gewählt haben, hier in der Regel negativ oder uns irgendwo, sage ich mal, ihre Macht ausüben wollen, uns zu zeigen, was geht und Überwachung statt. Ich glaube, das so nicht, sondern die handeln ja auch immer aus dem besten Gewissen in der Regel heraus. Natürlich mit ihren ganzen Zwängen, ihren Beratern, da kann man immer sagen, okay, vielleicht hätten sie noch mehr Berater dazu ziehen sollen, noch mehr Virologen etc. Es gibt nichts Perfektes. Ich denke, die Zeit war aber so, dass man gesagt hat, man musste schnell handeln und
mal schauen, wie man das handelt. Nachhinein ist man immer kluger als im Vorhinein. Ja. Aber was diese Krise vielleicht auch aufzeigt, ist das, dass die Menschen, klar, der eine nimmt das als Chance nach einem kurzen Gedankengang und sagt, okay, was mache ich jetzt draus? Jammer jetzt oder schaue jetzt dieses Negative an und bleibe in diesem Negativen, dann komme ich natürlich in die Spirale, wo ich dann gar nicht mehr rauskomme. Das kann natürlich bis zum Suizid führen. Oder sage, okay, das Leben ist ja immer eine Herausforderung von Tag zu Tag. Und jetzt haben wir halt eine globale Herausforderung, weil wir auch ein globales Wirtschaften haben, das so in dieser Geschichte, ja in dieser Dimension ja noch nie war. Eben. Und wir haben aber auch vor der Krise schon erkannt, dass sich an dieser Globalisierung, an der Art zu leben, an dieser Art der Zivilisation, dass sehr wenige von auf Kosten vieler anderer leben auf dieser Welt, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Unsere Kinder, meine Kinder, ich habe selber drei Kinder, die im Alter von 13, 16 und 18, die auch Vegetarier sind mittlerweile. Ich habe aber nicht, dass wir denen die missioniert haben, sondern die haben erkannt, wir können so mit dieser Natur nicht mehr umgehen. Wir haben, glaube ich, auch einen neuen Geist, wo wir erkennen, dass diese Natur ja nicht unser Feind ist. Es wurde ja unser, immer in dieser Evolutionstheorie beigebracht, nicht? Es gibt den Kampf ums Überleben etc. Es wurde uns aber nie gezeigt, dass eigentlich das Leben eine Kooperation darstellt. Das heißt, die Vielfalt, die sich immer weiter differenziert miteinander, eine größere Vielfalt bringt und eine schönere Welt, als wie wenn jemand allein verlassen zum Plus als evolutionärer Sieger zurückbleibt und sagt, okay, jetzt bin ich ja allein auf weiter Flur und ist nichts üblich. Das heißt, es aufzuzeigen, was tatsächlich die wahren Werte sind, dass man sagt, okay, jetzt haben wir zwar Macht und Güter und alles Mögliche, aber diese sozialen Kontakte, das, was man eigentlich, sage ich jetzt, mit den Menschen ausmacht, dieses Netzwerken, diese Verbundenheit miteinander, dass das eigentlich der Kern der Krise wieder nach vorne bringt, und ja genau, diese Berührungen, das geht uns eigentlich eher ab und da wollen wir wieder zurück, wir wollen wieder den Austausch miteinander, nicht nur über den Bildschirm, sondern persönlich. Ich möchte die Aura spüren, die Energie spüren, ich möchte den Riechen schmecken, keine Ahnung. Das geht ja natürlich über Bildschirm nur in einem begrenzten Maße. Das heißt, dass diese Krise, wenn wir die jetzt noch einmal analysieren, und das war, wie du gesagt hast, die Menschheit ist ja immer schon durch Krisen gegangen. Und ob das jetzt, sage ich jetzt mal, in den kürzesten Jahren zurück der Erste oder Zweite Weltkrieg war, etc., auch die früheren Kriege, aber im letzten, auch der Zweite Weltkrieg hat natürlich dazu geführt, dass wir dieses Grundgesetz bekommen, dass die Würde ist unantastbar des Menschen, dass wir hier erkannt haben, wo sind denn überhaupt die wichtigsten Punkte, dass wir aber immer wieder nachjustieren müssen in ein System, wo man sagt, okay, jetzt erkennen wir, wo haben wir denn die Schwachpunkte, an diesen Schwachpunkten können wir noch arbeiten und jetzt haben wir vielleicht die Möglichkeit, hier weltweit daran zu arbeiten, weltweit zu sagen, was ist denn wirklich wichtig und wie können wir ein Wirtschaftssystem so umstellen, dass wir aus einem extremen Wachstum in ein qualitätsvolles Leben rauskommen, dass wir nicht mehr extrem wachsen müssen, sondern andere, da müssen sie natürlich neue Visionäre, neue Denker natürlich auch auftun und sagen, okay, ich habe hier eine Idee, wie wir das lösen können. Aber jetzt, glaube ich, tauchen diese ganzen Punkte auf, wo es noch schmerzt. Und diese Punkte müssen wir angehen, und zwar positiv mit Visionen. Da hilft uns nichts zu sagen, wie es nicht geht, sondern das sehen wir auch bei manchen Unternehmen, wir haben früher auch viele Unternehmen beraten, und wenn man dann eine Runde hat in einem Gespräch, da gibt es ja immer von 80%, die wissen dann sofort, warum ein bestimmter Vorschlag, eine bestimmte Idee nicht geht. Es sind aber immer ganz, ganz wenige, die sagen, ach, ich habe eine Idee, wie ich es gern machen würde. Also das Problem als Chance nutzen, sagen, wie komme ich hier raus? Weil zu erkennen, dass das Leben immer eine Möglichkeit bietet, auch wenn man meint, es ist aussichtslos. Und jetzt kommen wir genau an diesen Punkt, das eigentlich ein Naturgesetz ist, wenn man sagt, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt bin ich am Ende meiner Kraft, am Ende meiner Gedanken, jetzt, dann kommt eigentlich dieser Punkt, was du gesagt hast in der Meditation, also jetzt lasse ich los, jetzt aufzudenken und gib dieser unendlichen Chance in diesem Quantenraum die Möglichkeit, mir diesen Einfall, mir diesen zu geben und dann wieder plötzlich in die Zukunft mit einer neuen Idee, mit einem Ding. Wenn ich nicht mehr aufhöre zu denken, mein Spruch ist ja immer, dass Denken eigentlich immer nur die Zukunft im Rückspiegel ist, also ich muss mal aufhören zu denken, wobei Denken schon gut ist, wenn ich das brauche, eine Maschine zu bedienen, ein Auto zu fahren oder was auch immer. Aber Denken ist noch nie die kreative Power gewesen, mit dem man eine Zivilisation, ein Leben in die Zukunft geht. Und wenn man das Leben überhaupt ansieht, wenn man zum Beispiel einen Wald ansieht,
dann ist man sagt, okay, alle Bäume sind grün oder wie auch immer, aber es gibt überhaupt in dieser Natur nichts Gleiches. Wo ist denn dieses Gesetz dahinter, dass die Natur sagt, wenn ich eine Schneeflocke mache und jede Schneeflocke ist anders, dann muss doch irgendeine Botschaft dahinter stecken, wieso, dass jede Schneeflocke anders ist, nicht? Wenn man, wie der Ken Jebsen heute in seinem Interview gesagt hat, das hat mir gut gefallen, der hat gesagt, wir als Menschen sind ja immer rational und sagen, okay, wir erfinden ein Blatt, da gibt der Baum, hat dann drei verschiedene Arten von Blättern und das wird reichen und die machen wir dann in Massenproduktion. Aber wieso macht das Leben diese Erlösungen nicht? Wieso ist das Leben so, dass er sagt, nein, ich mache Blätter an jedem Baum, jeder Gras, an alles, jedes Individuum, alle Menschen sind immer anders. Es gibt keinen Gleichen. Also muss da einen Sinn dahinter sein, diese Erfahrungen zu sammeln und dieser Austausch. Und jetzt sind wir wieder dabei, eben den Blick auf ein Problem in unterschiedlichen Perspektiven, aus verschiedenen Ebenen auch, aus diese nicht greifbaren Ebenen, aus dieser geistigen Ebene auch zu betrachten und sagen, okay, und jetzt nutzt man das als Chance, um hier die Menschheit und diese Systeme, die tatsächlich auch gut, sehr viel Gutes hervorgebracht haben, weiter noch zu verbessern. Das hast du aber schön gesagt. Jetzt, wo wir miteinander reden, wird mir bewusst, dass ich eigentlich, und ich verfolge natürlich auch die Nachrichten und lese die Zeitung und informiere mich auch und bin offen für verschiedene Erkenntnisse auch im Internet. Doch ich prüfe ziemlich genau, was ist glaubwürdig und was nicht. Offen, doch achtsam. Und jetzt, wo wir miteinander reden, bei dieser Unsumme an Informationen, die gerade auch in den letzten Tagen, in den letzten Wochen nochmal hoch gekommen ist, muss man ja echt schon aufpassen, sich nicht zu verlieren. Und eben am eigenen Land und Gesellschaft nicht zu zweifeln. Und jetzt, wo wir miteinander reden, wird mir bewusst, dass es eigentlich sinnvoll ist, was gerade geschieht, auch wenn es nicht alles zu vertreten ist, was gerade geschieht. Sinnvoll insofern, dass gerade jetzt durch diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung Gesprächsthemen wieder hochkommen, die eigentlich unser aller Bewusstsein, die gesamte Gesellschaft langfristig nach der Krise auf einen höheren Level hochheben können. Nämlich Umweltschutz wird jetzt noch mehr betrachtet. Soziales Gleichgewicht. Und vor allen Dingen auch, Gott sei Dank, eben noch mehr die Selbstbestimmung und damit Eigenverantwortung für seine eigene Gesundheit noch mehr jedem Bürger vor Augen geführt. Und damit, ja, da würde ich gerne was ergänzen, auch zu erkennen, dass man vielleicht auch in Zukunft noch mehr auf seine inneren Stimme hören muss, dass man sagt, was ist denn tatsächlich das, was mich motiviert, das mir meinen Leben Sinn verleiht? Ja. Mache ich in Zukunft tatsächlich nur eine Arbeit, damit ich sage, okay, ich verdiene meinen Lebensunterhalt? Macht es aber eher ungern, aber weil ich immer Angst habe, ich könnte mit dem, was ich, sage ich mal, wo mein Talent liegt, vielleicht kein Geld verdienen, dass man hier auch mehr Mut aufbringt und zu sagen, okay, auch diese ja, Dinge, die offensichtlich ja als Sicherheit hier, da muss ich sagen, ich bin beim großen Konzern angestellt oder wo auch immer, mir ja, vordergründig Sicherheit vermitteln, gar keine Sicherheit ist, sondern auch das Risiko da ist, auch hier, wenn ich mehr sage, meine Arbeit gehen zu dürfen oder zu müssen, sondern von Haus aus gleich zu sagen, nee, ich bleibe mir selber treu, ich bleibe meiner Individualität treu, es gibt nur mich allein, so wie ich bin, und mit dem versuche ich hier der Menschheit was zu geben, das halt ich am besten kann. Ja, aber mit Herz und Verstand, nicht nur nicht in eine Ideologie sich verlieren, Kell. Ich glaube, dass wir alle, egal ob jetzt Menschen auf die Politik schimpfen, anstatt Glas voll zu sehen, oder ob andere eben nur ducken oder die versuchen, sich irgendwo lösungsorientiert zu entwickeln, ohne gegen etwas zu sein, sondern ihren Beitrag durch Zuversicht, Aufklärung, Interesse, ihren eigenen Beitrag
auch durch Urvertrauen und Respekt und Achtung, durch tatsächliche Werte, durch das tatsächliche soziale Verhalten, was fernab von Krieg und Frechheit liegt, anzugehen, dass wenn wir alle Parteien schaffen, in eine liebevolle Kommunikation zu gehen, in lösungsorientiertes Denken, dann werden wir alle als Gewinner aus dieser Situation herauskommen. Und wenn wir und diejenigen, die es nicht schaffen, da besteht die Gefahr, dass sie sich von rechtsnationalistischen Parolen vereinnahmen lassen und damit noch mehr in den Sumpf sich reinziehen lassen. Und das ist alles andere als vorbildhaft für Familien, für ihre Kinder. Und die Kinder sind ja auch unsere Zukunft. Diese Friedvolle ist das Wichtigste, finde ich. Und ganz gleich, ob man jetzt demonstriert oder ob man in der Familie ein kontroverses Gespräch führt. Ich finde, friedvolle Absicht und auch gewaltfreie Kommunikation, geschweige Handlungen, sind das Wichtigste. Das weißt du natürlich auch als Moderator. Ich erinnere mich, wie du uns mehrere Autoren in deiner Talkshow auch interviewt hast, geleitet hast und kontroverse Diskussionen geführt hast, wie es dir gelungen ist. Es gelingt Mann und Frau. Was wolltest du gerade sagen? Ja, ich wollte gerade an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Das zuzulassen, andere Meinungen, das zuzulassen, auch zu erkennen. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Aufgaben. Die Menschen, die sich auch mit diesen spirituellen Themen, sage ich mal, ein bisschen mehr beschäftigen als wie der Rest der Bevölkerung. Mhm. Dass man das nicht irgendwie diesen sage ich mal, alten, sage ich mal, gewachsenen Strukturen der Kirche allein überlässt, sondern Spiritualität hat ja nichts mit Glauben in dem Sinne zu tun, sondern da geht es darum, dass es auch eine andere Seite gibt. Und dass diese andere Seite für uns auch Informationen zur Verfügung stellt, die nicht in der Logik liegen. Aber wir können mit dieser Information etwas anfangen. Da gehen wir jetzt gar nicht aufs Detail drauf ein. Vielleicht ist ja auch unsere Botschaft, dass diese Gespräche, die wir gerade führen, Jana, auch zu zeigen, dass die Menschen sagen, wenn du in die Ruhe kommst, dann kannst du auch viel, viel mehr Informationen abgreifen, von denen du gar nicht gewusst hast, dass diese Informationen überhaupt existieren. Ja. Weil du gedacht hast, die Informationen kommen immer nur voraus, über Radio, Fernsehen, Internet oder wie auch immer. Aber das sind vorgefertigt, die Informationen. Was bringt dich selber weiter? Im Raum ist ganz andere Information und vor allem auch für dich speziell zugeschnittene Information. Das wäre mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich klar, dass diese Zivilisation, so wie wir die aufgebaut haben oder dabei sind, auszuweiten, erfordert natürlich immer, man sieht, dass es alles sehr komplex geworden ist. Und jemand zu sagen, ich kann diese Welt in einem Satz erklären oder in einer kurzen Parole, was ja gerne rechts oder links gemacht wird. Wenn man da sagt, okay, man kann das nicht auf einen Satz herunterbrechen, sondern man braucht eben sehr viele verschiedene Kooperationen, sehr verschiedene Systeme, sehr verschiedene. Und wenn jemand sich sagt, okay, ich möchte mich hier demonstrieren oder einbringen, dann kann er das gerne machen, das ist ja unser Recht. Aber warum macht er nicht ein, sagt, okay, ich lasse mich nächstes Mal aufstellen, ich gehe in den Gemeinderat, ich gehe dahin, ich kann hier von innen aus was, wenn ich schon was verändern will, dann möchte ich dabei sein, wenn der Ort oder die Gemeinde oder hier was verändert, dann kann ich mich hier mit meinen Gedanken einbringen. Und je mehr das machen, desto mehr ist auch die Veränderung. Natürlich ist das auch immer man muss sich hier schon auch einbringen, das ist schon auch nicht so leicht mit einem Satz und alles ist anders, sondern das ist ja ein Prozess. Und wir haben ja festgestellt, dass das Leben, die Materie, alles was ist, ja ein Prozess ist. Und dieses Denken in Prozessen ist uns ja noch nicht beigebracht worden. Wir haben ja immer gedacht in linearen Hierarchien, in 2 mal 2 ist 4 und alle diese Dinge. Da gibt es ja diese Beispiele, wenn man sagt, nee, wenn du ein Boot kaufst, dann kannst du Fische fangen, dann kaufst du 5 Boote, dann kriegst du noch mehr Fische. Aber niemand hat uns gesagt, irgendwo ist eine Grenze bei dem Fischen, weil plötzlich ist das Meer überfischt. Also diese zu erkennen, wo ist ein Geben und ein Nehmen, wie kann ich mich, sage ich jetzt mal, in ein System so einbringen, dass das System, wie das System funktioniert und dieses Leben hat ja eine ganz, in der Regel ganz andere Dynamik und ich denke, diese Dynamik wird noch viel mehr erforscht, auch dies hinter den sichtbaren Dingen, um zu verstehen, wie kann sich der Mensch mit seiner Zivilisation, ohne dass jetzt die Steinzeit zurückgeht, hier einbringen und in Harmonie dieses System aufrechtzuerhalten, weil sonst springt er über die Klippe. Weißt du, ich möchte auch noch, mir fällt noch dazu ein, also das ist absolut richtig, was du sagst, der Mensch hat ja noch gar nicht gelernt, vielseitig zu denken, sondern immer nur in Schwarz und Weiß. Und
wenn seine schwarze Welt oder weiße Welt quasi in Stocken gerät, kriegt er Panik, anstatt sich bewusst zu machen, die Welt ist nicht nur schwarz oder weiß, sie ist so und so und dazwischen sind noch so viele Regenbogenfacetten und so viele Meinungen, wie es Menschen auf der Welt gibt, so viele richtige Wege, wie es Menschen auf der Welt gibt. Und das ist, hat die Menschheit, beobachte ich gerade in der jetzigen kritischen Phase, dass der Mensch quasi gedanklich, egal ob er sich spirituell schimpft oder nicht, ist nur ein Begriff, wo der nicht immer verdient benutzt wird, beobachte ich, dass die Menschen sofort, wenn ihre Vorstellungen, wenn ihnen Kontrolle entgleitet und die Menschen und die Welt nicht nach ihren Vorstellungen arbeitet, ist, dass sie, anstatt ihre Perspektive zu verändern, in dieses Steinzeitgedankliche hineinfallen und sie, anstatt komplexer zu denken, in die Parolen hineinfallen, weil Parolen quasi einfache Lösungen bieten und vor allen Dingen auch eben schuldigen. Und es bedarf, und warum der Mensch das nicht kann, wie zum Beispiel, wie auch immer, über Kopfhörer schimpfte oder wer auch immer, warum der Mensch das nicht kann, weil ihm dieses Urvertrauen in sich fehlt, zu sich und in die Gesellschaft, in Gott, in die Welt und damit dieser innere Friede, um so zur Ruhe kommen zu können und die Komplexität der Welt einfach mal auf sich wirken zu lassen, ohne sich in ihr zu verlieren, in sich anzukommen und aus dem inneren Frieden heraus den Impuls hochkommen zu lassen, aus dem Urvertrauen heraus, nicht aus Hass oder Verurteilung oder Maßregelung, und aus der inneren Ruhe heraus den Impuls hochkommen zu lassen, wo das Universum zu dir spricht, ne? Wenn wir jetzt mit deiner Sprache sprechen, ja, und diesem Impuls im friedvollen Sinne nachvollziehbar, liebevoll, umsetzbar eben auch folgen. Und ich wünsche mir so sehr, dass von dieser Rubrik Seelentröster, dass wir sind ja auch aus Fleisch und Blut und uns bewegen diese Gedanken und die Welt, dass unsere Gedanken den Menschen, unsere Zuhörer, in ihrem inneren Frieden anregen und ihre Seelen trösten und sie dazu inspirieren, nach der eigenen göttlichen Anbindung zu schauen, nach dem eigenen liebevollen Wahrheit in sich und damit nach sinnvollen Lösungen, nach innovativen Ideen. Und da hoffe ich, das ist auch die Absicht, warum ich gesagt habe, jetzt mache ich diesen Schritt und biete Webinare an, wo die Menschen richtig in die Praxis eintauchen können als Friedensarbeit an sich selbst und für ihre Familien und für die Welt zum Thema der Selbstheilung, zum Thema Heilung, Bewältigung von Krisen und zum Thema auch Entwicklung von innovativen, erfolgreichen Ideen für die Welt. Denn wir sind ja ein Teil dieser Welt und ich weiß, dass du jetzt auch deine Live-Vorträge über Internet auch anbietest. Auch du gehst jetzt diesen neuen Weg und stehst mit deinem Wissen weiter zur Verfügung, bist nicht plötzlich von der Bildfläche entfernt. Und ich kenne natürlich deine Filme und du hast erwähnt, bei einem deinem letzten YouTube-Video, ich habe mir einige angeguckt, wieder mal, dass du die neuesten Erkenntnisse eben in deinen Live-Vorträgen, die bei dir zu buchen sind, wiedergibst. Möchtest du vielleicht eine Erkenntnis, die uns Trost gibt und Hoffnung und Frieden mit uns teilen? Ja, diese Erkenntnis ist ja nicht ganz neu, aber sie wird halt immer mehr durch wissenschaftliche Arbeiten dokumentiert, dass eben der Dr. Joe Dispenza ist jemand, der das auch sehr gut macht, dass man sagt, okay, wenn ich meditiere, dass Meditation nicht nur mehr ist, dass man sagt, okay, setz mich hin und beruhig, sondern dass in dieser Meditation wir
die Möglichkeit erstellt, in eine Existenz zu kommen, in ein Universum hineinzukommen, das unendliche Möglichkeiten bietet, von denen ich hier mit meinem Verstand gar nicht darüber nachdenken kann, weil der Verstand diese nicht kennt. Das Zweite ist es, dass diese Hineingehen in diese Möglichkeiten noch viel mehr Möglichkeiten aufmacht. Aufmacht der Möglichkeit, mich selber, sage ich mal, zu heilen oder heiler zu werden, dass dieser Zugang zu dieser Unendlichkeit immer einen Heilprozess auch mit auslöst, dass ich hier auch Visionen für die Zukunft programme. Wenn ich Glück habe, würde ich sogar ein ganzheitliches Erlebnis, also eine Art Kundalini-Erlebnis, das geht auch, da muss ich das Ganze verstehen, wie das funktioniert. Also ich habe hier sehr viele Anwendungen, die halt nicht im materialistischen Sinne, sage ich jetzt mal, logisch sind, weil wir ja dieses noch nicht gelernt haben, aber in Zukunft auch einen friedlicheren Weg, dieses ganze Verhalten, erstmal fährt mein System wieder runter, es regeneriert sich, nicht nur im Schlaf, sondern in dieser Meditation, es muss ja nicht lang sein am Tag. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, dann gibt es ja auch die Erkenntnisse, dass es viele Institute gibt. Ich möchte nur das Dr. Franz Minister Institut erwähnen, das bei uns in Johanneskirchen hier ansässig ist, der über 20 Jahre eben Menschen aus der kompletten Bevölkerungsschicht bis rauf zu den Top-Managern hier unterrichtet mit 5-Tages-Seminaren, wo sie eben lernen, in diesen Zustand, des kurz vorm Einschlafen zu kommen, sich in diesen Quantenraum anzudocken, sich hier bis, sage ich mal, hier eben Informationen runterzuladen, sich in die Zukunft zu blicken, wenn ich sage, mit dem Beruf geht das aus oder mit dem Beruf nehmen, geht das aus, etc. Auch diese Möglichkeit ist in diesem Quantenraum vorhanden. Oder wenn ich Angst vor dem Tod habe, dann sage ich, lerne im 5. Kurs, wie ich aus dem Körper aussteige und sage, ach, so ist es im Lichtkörper, ich treffe mich dann mit den anderen in anderen Räumen, und dann wird da diskutiert, weil da sind immer 15 Kursteilnehmer. Alle diese Erkenntnisse sind vorhanden, aber die Bevölkerung weiß es noch gar nicht, dass es gibt. Also das heißt, diese Erkenntnisse, die ich habe, diese Phänomene, ist ja nicht nur, dass man sagt, aha, es gibt Phänomene, sondern was heißt das jetzt für uns, was können wir daraus machen, für unser tägliches Leben? Und wenn man nochmal ein kleines Beispiel nimmt, dass man sagt, mit der Statistik, wir haben, glaube ich, vergessen, dass dieses Leben ja, wenn man es im Fernsehen sieht, gibt es ja immer, was soll man tun? Da gibt es, sage ich mal, man wächst auf, man heiratet, kriegt Kinder, wie auch immer. Es gibt, sage ich mal, eine bestimmte Mittelung vom Leben, die uns da im Bildschirm, sage ich mal, als das Leben präsentiert wird. Aber so wie es das Leben nicht gibt, gibt es natürlich auch nicht den Mittelweg. Das heißt, wenn ich einen Verkehr nehme und habe ungefähr 3000 Verkehrstote im Jahr, dann heißt das noch lange nicht, dass das für mich gilt. Ne? Sondern, und das ist genau wie diese, was auch das Leben ausmacht. Das Leben, wenn ich in die Wiese schaue, dann schaut jeder Grashalm gleich aus, aber wenn ich genau hinschaue, ist jeder Grashalm anders. Und jeder hat seine Aufgabe in diesem System zu erfüllen und das kann er nur, indem dass er anders ist. Also die Leute sollen auch hier eine Erkenntnis haben, ich darf ruhig anders sein wie die anderen, wenn ich diesem liebevollen, positiven Sinn bin, weil das ein neuer Aspekt auf irgendwas bietet, auf ein Problem oder auf eine Lösung und das Ganze bereichert. Das heißt, jeder ist eine Bereicherung für das gesamte System und keiner ist wegdenkbar. Aha, das hast du schön gesagt. Das kenne ich eben auch durch die Anbindung mit Akasha-Chronik, durch die Botschaften der Engel, also es gibt ja so viele schöne Wege und jeder muss gucken, was passt zu einem, ne? Womit kann man, mit welcher Schwingung kann man am besten selbst arbeiten. Ich habe ja vor kurzem ein Interview geführt, auch mit dem Dr. Gary Schwartz von der Universität Arizona, der ja seit über 20 Jahren mit diesem Thema Spiritualität oder Leben nach dem Tod forscht. Er hat angefangen, sich Medien anzusehen und festzustellen, sind alle Medien Betrüger oder gibt es tatsächlich welche, die ins Jenseits blicken können? Da hat er festgestellt, oh, das gibt es tatsächlich. Da hat er dann ein Buch drüber geschrieben. Die hat dann mit dem Titel Afterlife-Experimente. Und dann jetzt haben sie Forschungen gemacht, das heißt die Soul Phone Foundation. Das heißt, das Ziel ist ein Seelentelefon, sage ich mal, ein technologisches Gerät zu erfinden, wo man tatsächlich in andere Existenzbereiche, sage ich mal, kommunizieren kann. Er hat gesagt, wir haben also diesen technischen Beweis jetzt erbracht. Wir können das jetzt tun. Es kommt natürlich erst eine technologische Entwicklung dazu. Er wird es heuer in diesem Jahr noch seinen Kollegen vorstellen, also der Wissenschaft und dann später der Bevölkerung. Das zeigt natürlich schon, dass nicht ein Hans-Otto König oder eine Sonja Rinaldi auch diese Transkommunikation ja durchführen, sondern dass man tatsächlich sagen kann, okay, wir wissen, dass andere Existenzbereiche existieren und wir können mit denen kommunizieren, wie du mit den Engeln kommunizierst. Und dass das nicht Hirngespinste sind, sondern dass man das auch mittlerweile tatsächlich technisch beweisen kann. Und das finde ich eine tolle Botschaft für die Menschen. Und das finde ich das Tolle an dir. Du kennst quasi Gott und die Welt. Aber vor allen Dingen kennst du ja auch
so viele wissenschaftlich orientierte Menschen und bringst sie auch mit Menschen, die spirituelle Tiefe haben, auch zusammen und es entstehen unglaubliche Aussagen, Erkenntnisse, aber auch Gleichnisse. Also ich bin echt gespannt auf deine weiteren zukünftigen Projekte. Du musst weitermachen. Und ich kenne dich, ich war ja ein Teil bei deiner Dokumentation Illusion Tod. Ja, der kommt übrigens heuer noch im Herbst. Da haben wir jetzt gerade den übersetzen lassen. Der ist auch schon in Englisch gesprochen und in Italienisch gesprochen. Wir sind jetzt dabei, die nächste Zeit, wenn wir wieder besser reisen dürfen, dass die Karte kommen, um das zu bearbeiten bei mir, weil ich selber komme leider nicht dazu, aber ich habe hier jemanden. Und dann werden es diese Filme auch in Englischsprachigen und Italienisch geben. Und im deutschsprachigen Bereich kann man die DVD ja kaufen, soweit ich weiß. Oder streamen, ja, gibt es auch. Ne? Streamen, bei Horizon gibt es zum Streamen oder manche Filme gibt es auch auf meiner Plattform zum Streamen auf der k1-filme.de. Genau. Da habe ich von den Zuschauern viel positives Feedback bekommen. Also der Film hat Beachtung bekommen. Und wie ist es denn? Wir waren ja beide im gleichen Verlag mal, den jetzt nicht mehr gibt. Und planst du jetzt eine neue Dokumentation, einen neuen Film bei einem anderen Verlag? Was ist jetzt der Stand der Dinge? Ach nee, ich habe das völlig alleine gemacht. Ich bin ja Gott sei Dank immer noch self-made. So ausgestattet, dass Menschen mir auch immer wieder unterstützen, die sagen, okay, ich spende dir was, deshalb bin ich super dankbar, ohne das ging es gar nicht. Ich habe ja mehrere Verlage, auch Buchverlage, und manchmal habe ich auch noch ein bisschen Marketingarbeit und das wird halt dann querfinanziert und so weiter. Mhm. Aber du weißt ja, mein Herzenswunsch ist ja so etwas wie Timeless, also einen kompletten Fernsehsender, der 24 Stunden im läuft, jede Stunde Nachrichten und dann Dokumentationen, Einzelgespräche, wie auch immer, um diesen neuen Zeitgeist, um diese neuen Erkenntnisse zu diskutieren, in einem Jahr die Komplexität hinter den Dingen aufzuzeigen, weil ich glaube, das brauchen wir in Zukunft. Ja, und das ist auch mein Wunsch für die Zukunft, so ein Gespräch mit deiner Unterstützung zu führen, eben aber mit wissenschaftlich denkenden Menschen, dass man oder aus ganz anderen Bereichen, wo man dann schaut, wie sich das Gespräch entwickelt und letztendlich stellt man dann doch fest, wenn man vom Herzen reines Herzens ist, vom Herzen spricht, dass es doch ja die Liebe ist, die die Welt zusammenhält. Ja. Und so möge diese Liebe des Mikrokosmos in uns, auch unser Leben und auch die Welt im Makrokosmos fördern. Denn wenn man denn liebevolle Werte, liebevolle Entscheidungen, liebevolle Konsequenz, das ist das, finde ich, was ich spirituell nennen darf, was diesen Begriff verdient. Und alles andere sind nur Vorstellungen und oftmals aus dem eigenen Unterbewusstsein heraus. Ja, wichtig zu wissen, wir sind noch lange am Ende der Fahnenstange des Wissens, sondern es geht erst los. Wir wissen eigentlich, dass wir nichts wissen. Und wenn man die Astrophysik betrachtet, wissen wir, dass 96% des Universums von etwas bestehen, das wir überhaupt nicht wissen, was es sein soll. Und die restlichen 4% haben jetzt auch gelernt, dass die aus nichts bestehen, aus einem kreativen Geist. Sozusagen wissen wir eigentlich 100% gar nichts und für das sind wir schon ganz weit gekommen. Danke für deine Worte, lieber Nepomuk. Ach, Jana, für das Gespräch. Ich freue mich, wenn uns das Schicksal wieder mal sehen lässt, wenn unsere Wege sich wieder mal überkreuzen dürfen bei einem Filmprojekt oder bei einem Kongress oder beim Verlag, wo auch immer. Bleiben wir in Verbindung. Grüß mir deine drei Kinder, die habe ich persönlich noch nicht kennengelernt, und deine liebe Frau, die euch alle gut erdet, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich glaube, dass das alles hier auch am Boden bleibt, die ganze Geschichte braucht man auch, klar, wir sind auf dieser Erde, um eben unsere Erfahrungen, unsere Sachen zu machen, und meine Aufgabe ist hier eben zu kommunizieren und zu zeigen, pass auf Leute, hier gibt es noch viel mehr und das könnte euch interessieren. Genau, so ist es auch bei meiner Familie, dass so der erdende Aspekt bei uns in der Familie mein Mann ist, und das ist schön. Er sagt auch immer so, hüpfe du in den Wolken und ich halte dich an deinen Füßen hier schön auf der Erde.
Richtig. Also muss So es sein. beflügeln wir uns gegenseitig, also Yin und Yang im Genau, wir Leben. haben ja auch die Möglichkeit, jetzt durch dieses Netzwerken, durch diese alternativen Medien, in Anführungsstrichen alternativ, sondern das ist auch eine Informationsplattform. Und diese Chance sollte man nutzen, dass die Menschen hier erkennen, da sind nicht lauter Spinner unterwegs oder lauter Phantasten, wobei die Phantasten ja immer diejenigen sind, die die Welt verändern, sondern positive Phantasten, die in Positive liebevoller Art und Weise Fantasten. hier Informationen nach vorne transportieren, die wir erst in 100 Jahren in den Mainstream-Medien sehen werden, aber deswegen sind sie trotzdem wichtig. Danke, Nepomuk. Ich Alles, alles danke dir. Liebe. Grüß und genieß den Tag mit deiner Familie. Arbeite weiterhin kreativ. Machen wir alle das Beste aus dieser Lebensphase. Und denn auch die geht vorbei und wir schöpfen sehr viel Elan und Inspiration Ja, daraus. es wird positiv enden und zwar sehr positiv. Wir werden einen tollen Sprung machen, auch wenn es noch ein paar Jahre dauern wird oder vielleicht ein paar Jahrzehnte. Aber unsere Kinder werden in eine bessere Welt hineinwachsen. Ich bin ganz deiner Meinung. So, alles Liebe, Dann, Nepomuk. Ich tschüss. danke dir für alles. Ciao, mein Lieber.